dass Sie gekommen sind, um den diesjährigen Concorso La Cellissima wieder mitzuerleben und mitzuwirken und mitzufiebern. Ich weiß nicht, wie viele Damen und Herren das zum ersten Mal heute mitmachen und nicht so richtig wissen, was dieser Wettbewerb soll, wofür wir den oder ich den ins Leben gerufen habe. Wer ist neu? Darf ich mal die Hände sehen? Ja, es sind doch eine ganze Menge. Da werde ich ganz, ganz kurz was zu diesem Wettbewerb sagen. Ich habe den vor ein paar Jahren ins Leben gerufen aus einem Anlass, den jeder kennt. Da bin ich 60 geworden und ich wollte eben der Hochschule etwas schenken. Normalerweise, man wird beschenkt, wenn man Geburtstag hat, aber ich wollte schenken. Und dann überlegt man sich natürlich, was denn und für wen. Der Hochschule möchte ich nichts schenken, aber den Cellisten, den jungen Leuten, die sich auch anstrengen, ihren Lebensweg zu machen, da habe ich gedacht, denen möchte ich was schenken, aber nicht einfach so, sondern das ist eine große Aufgabe, die sie hier zu bewältigen haben, und zwar einen Wettbewerb, aber einen Wettbewerb, der nicht so normal ist wie andere Wettbewerbe, davon haben wir sowieso schon genug. Und ich wollte dann etwas anderes einfließen lassen, und zwar, dass die jungen Leute moderieren sollen. Nicht nur auf die Bühne kommen und spielen und das Publikum sitzt da mehr oder weniger etwas unbeteiligt und die Leute, die auf die Bühne kommen, sitzen da und haben Angst vor dem Publikum und denken, oh je, jetzt habe ich unsauber gespielt und alle haben das gehört, wie peinlich, ich habe einen Gedächtnisfehler gemacht, wie peinlich, und das Publikum kriegt es gar nicht mit. Und habe ich ganz toll gespielt, kriegt das Publikum vielleicht auch gar nicht so mit, und das Publikum denkt sich, naja, da oben auf der Bühne, mach mal, du schimpfst dich Künstler und nur mach mal. Zeig mal, was du kannst, aber das ist eigentlich nicht das, was ich möchte, sondern ich möchte gerne eine Verbindung herstellen zwischen Bühne und Publikum. Toll, wenn vom Publikum, von der Jury aus so viel Unterstützung kommt, denn das ist für unsere Studenten eine sehr schöne Sache. Junge Leute müssen betreut werden, die müssen Chancen bekommen, aber die dürfen sie auch nicht geschenkt bekommen. Heute müssen sie richtig arbeiten dafür. Bitte die Bühne frei für unseren ersten Kandidaten. Verehrtes Publikum, verehrte Jury, liebe Freunde, Bekannte. Ich habe Folgendes gezogen und wie ich es drehte und wendete, vielleicht hätte es eine 7 sein können, eine Glückszahl, aber es gibt nur 4 Kandidaten, also ist es die Nummer 1. Und ich habe heute die Ehre, den Wettbewerb musikalisch eröffnen zu dürfen. Ich bin Magdalena Wolf, komme aus einer kleinen Stadt namens Paderborn im tiefsten Ostwestfalen. Und vor 2 Jahren hat es mich an die Hochschule für Musik und Tanz verschlagen, nach Aachen, Standort Aachen, bei Professor Hans-Christian Schweiker studiere ich. Auch vorstellen möchte ich Ihnen meinen Pianisten Benjamin Nuss, wird wahrscheinlich einigen ein Begriff sein hier im Hause. Vielen Dank für deine Geduld, deine Zeit bei den Proben und deine tiefe Musikalität. Mein Programm wirkt auf den ersten Blick sehr bunt gemischt, aber es sind durchaus Gemeinsamkeiten erkennbar. Der Gaucho, eine Art argentinischer Cowboy, ist die Figur des letzten Stückes, Pampeana No. 2 von Ginastera. Ginastera schrieb einmal: Wann immer ich durch die Landschaft, die Pampa, lief oder dort lebte für einige Zeit, war meine Stimmung überschwemmt von wechselnden Eindrücken, mal glücklich, mal melancholisch, manche voller Euphorie und andere übersättigt mit tiefer Stille, hervorgerufen durch die unbegrenzte Unermesslichkeit und durch die Verwandlung der Landschaft im Verlaufe des Tages. Vom ersten Tage an erwachte in mir das Verlangen, ein Stück zu schreiben, das diese Stimmungszustände widerspiegelt. Ginasteras Liebe zum Land, zur Landschaft der Pampa, den unendlichen Weiten, haben wir gerade gehört. Und so schrieb er 3 Pampeanas, eine für Geige, eine für Cello und eine für Orchester. Der Gaucho ist jemand, der gerne singt, so soll, ich habe es gelesen, der Anfang des Stückes einen Gaucho-Gesangswettbewerb darstellen.
Mozart ist natürlich jedem Musikliebhaber ein Begriff und seine Oper San Giovanni gehört zu seinen berühmtesten Werken. Weniger bekannt hingegen ist der Komponist Franz Danzig, den ich Ihnen hier gerne kurz vorstellen möchte. Franz Danzig war nicht nur ein Komponist, sondern auch ein virtuoser Cellist und Dirigent. Seine Kompositionen sind umfassend mit verschiedenen Besetzungen. Oper, Kammermusik, Sinfonie und so weiter. Aber heute wird seine Bläsermusik am bekanntesten. Sein Konzert für Bläser und Fagott und seine Kammermusik für Bläserquintett wurden oft in die Bühne aufgeführt. Die Bläserquintett von Berliner Philharmoniker hat auch seine Kammermusik extra aufgenommen. Lassen wir zu dem Stück zurück. Die Variationen wurden mit dem Thema aus Don Giovanni, aus diesem berühmten Duett. Auf Deutsch halte mir die Hand beim Leben, aus Basis für Cello und Orchester komponiert. Aber wir spielen heute mit dem Klavier. Craig ist heute mein ganzes Orchester. Danzig liebte sich auch die Musik von Mozart. Er setzte sich auch als Dirigent für die Oper von Mozart. Das kann man vielleicht erklären, warum hat Danzig diese Variationen komponiert. Aber ich vermute, Danzig komponiert diese Variationen mit dem Thema von Mozart, vielleicht um seine Musik besser zu verkaufen. Thank you.
Brahms komponiert sein ganzes Leben lang die Lieder. Dabei sind seine Lieder von sehr unterschiedlicher Natur. Viele sind schlicht und Volkslieder. Er hat tatsächlich viele echt Volkslieder bearbeitet und neu gesetzt. Heute bringe ich die 6 Lieder von ihm mit. Die fehlt Einsamkeit, wer die Melodie zieht es mir, Saffische Oder, Wiegenlied, Liebestreue und Minnenlied. Kommen wir zu dem letzten Werk des Konzerts, das Werk von Guillaume Condesson. Ich habe das Werk zum ersten Mal im Konzert der Kronberg-Akademie im letzten Jahr gehört. Damals war die Musik für mich sehr beeindruckend. Der Komponist Guillaume Condesson hat sich sehr mit der Mythologie beschäftigt. Kommen wir zu dem letzten Teil. Auf dem antiken Hauptplatz ist der König der Welt und vor ihm wird ein wilder Tanz aufgeführt. Ich habe auch eine Frage. Wissen Sie vielleicht, wer ist der König der Welt? Meine Antwort ist Leonardo DiCaprio aus Titanic. I'm the king of the world! Woohoo!
Good afternoon, ladies and gentlemen. Today I would like to speak about pronunciation in music and to show how important it is and how it changes in time. So, what is pronunciation in music? In the language, it's the way we say a word or a sentence, and the music is exactly the same. So, the slurs, the staccatos, and the detaché, the dots or the glissatos, and it's influenced by the period, by the language, by the place, and also by the culture, and by the language itself. So also for the music, it's like that. And the music, it's a language itself. So as it is for theater, we need to exaggerate pronunciation to be better understood. And how do we do this? First, I'm going to research the manuscript and the composer autographs so that we can see the articulation that the composer wrote, and then we can get closer to the instrument of the time, so the material of the strings, the tuning, and also the type of bow. So that's why today I will use two different cellos, one baroque and one classic cello, and three different bows to respect more the pronunciation of the pieces. The first piece that I will play is a Folia by Marie Marais. Tchaikovsky is a composer, a Russian composer of this period. But next to these big romantic feelings, he has a big interest also in the music of the past. So, especially in the music of Mozart and in the classical grace and style. And of course, a particular care in the pronunciation, and this we see really good in this Pezzo Capriccioso. There are two autographs of this piece. The first one is the orchestral score, and the second one is the piano transcription by Tchaikovsky itself. And we can see how differently he uses articulation in comparison to the instrument that the cello plays with. So, in the piano transcription, we see that the articulation is much shorter, with a lot more dots and staccatos and shorter lines and less slurs. So clearly he wants the cello to imitate the articulation of the piano that is, of course, shorter. And as the title says, Pezzo Capriccioso, this is a virtuoso piece, but capriccioso in Italian means children that cry without reason just because they want to catch the attention. Mm-hmm. And it's exactly what Tchaikovsky does, because he started his piece with a big introduction as it was an actor on the stage that wants to catch the attention of the public, because he's doing something virtuoso. And at this period, cellists start to use a short end pin and a balanced bow as the one that we use today. Thank you.
Thank you.
Robert Schumann war ein vielfältiger Typ. Der hat sogar eine Zeitschrift für Musik geschrieben. Aber vor allem war er ein Romantiker. Und die Romantiker haben viel mit dem Volk zu tun. 19. Jahrhundert war ein Jahrhundert von Revolution. Die Leute haben gegen den Feudalherr rebelliert. Und diese Hauptrolle, die den Volk genommen hat, das hat die Künstler inspiriert. Und zum Beispiel Heinrich Heine, der Dichter, Freund von Schumann, hat ihnen einen sehr einfachen Stil geschrieben, sodass jeder verstehen könnte. Und auch so war die Musik. Das erste Stück von 5 Stücken im Volkston fängt mit dem Motto an, Vanitas Vanitatum. Dieses Motto finden wir meistens bei der Stilllebenmalerei. Und in Stilllebenmalerei finden wir meistens so eine Geige, ein paar Obst und einen Hund zusammen in einem Bild. Also es gibt keine besondere Bedeutung. Es geht mehr um die Perfektion und die Schönheiten. Und vielleicht möchte auch Schumann auch dasselbe ausdrücken in diesem Stück, diese Leere von Bedeutung auszudrücken. Von Manuel de Falla. Manuel de Falla gehört zu dieser Gruppe Erneuern der spanischen Musik. Es gibt weniger Sachen, mehr völkstümlich als eine Castagneten, als eine Castagneten in Spanien. Und genauso ein Tanz mit Castagneten ist, was Manuel de Falla für den Beginn seines zweiten Aktes seiner Oper La Vida Breve komponiert hat. Ich spiele ja keine Kastagnetten, wie Sie sehen können. Aber ich werde versuchen, diesen Effekt mit dem Holzstück von meinem Bogen zu schaffen. Beim Schlagen der Saite. So. Sie werden das vielleicht erkennen.
bin sicher, Sie werden das erkennen, wenn das kommt. Zum Schluss kommt die Schnittgesonate.
jetzt wieder ein sehr spannender Moment, wie es ausgegangen ist. Wir haben heute Nachmittag sehr, sehr, sehr schöne Rezitals gehört und sehr viele verschiedene Persönlichkeiten dabei erlebt. Und ich glaube, das war sehr aufschlussreich, spannend, auch unterhaltsam vom Repertoire her und auch von den Kandidaten her. Und ich denke, Sie haben alle Ihre Freude gehabt und mit der Entscheidung ist es sehr klar ausgegangen. Vom Publikumspreis her und auch vom Jurypreis und vom Pflichtstück her. Im Gegensatz zu letztem Jahr, wo es ein bisschen war, war es dieses Jahr eigentlich sehr klar. Jetzt, wer rührt die Trommel? Wer rührt die Trommel? Wer klopft? Den Jurypreis hat diesmal einstimmig von der Jury der Bartolomeo Dandolo Marchesi. Trommelwirbel für den Sonderpreis für das Lichtstück. Bartolomeo, du hast diesen Preis auch gewonnen. Und jetzt der Trommelwirbel für Ihre eigene Entscheidung, liebes Publikum. Das ist der Javier Huerta Jimeno. Und jetzt möchte ich Magdalena Wolf bitte noch auf die Bühne bitten und dann auch den Guanchi. Und danach wird das Pflichtstück für nächstes Jahr gezogen. Vielleicht darf ich die Gelegenheit nutzen. Ich danke dir sehr für diese großzügige Spende an unsere Hochschule, aber natürlich auch, weil du selbst alles auch in die Hand nimmst und organisierst. Aus Perfektes, wie man es von dir gewohnt ist. Und von daher nochmal ganz herzlichen Dank im Namen der ganzen Hochschule. Dankeschön.